Und in der heutigen Folge... Was ist denn das? Ich weiß Organe wahrscheinlich, aber welche? Kühlbox. Da hat Papa fürs Barbecue rausgelegt. So, wo ist unsere Freundin abgeblieben? Die Alte. Ist aber abgehauen. Boden? Neu? Noch gut? Ah, ja. Marc, hier. Marc. Weg mit dem Schreibtisch. Ja, Marc. Hallo? Streng dich an. Marc? Jamie? Nein. Kate. Wir sind okay. Oh, okay. Wir sind okay. Gott sei Dank. Aber hier ist der Typ rumgelaufen. Ja, Schlüssel. Nichts wie raus hier. Ist sie weggegangen und er ist dann derweil da hingelaufen? Ich bin sehr verwirrt. Weil der Typ ist doch hier entlang gelatscht. Ja, sag ich ja. Wo kommt denn der her? Makes no fucking sense, but weißt du okay. Das? Ich meine, wahrscheinlich gibt's irgendwie... Er macht das schon, ne? Aber es ist 182. Scheiße! Aber das heißt, er muss ja noch... Ich meine, selbst wenn er uns drei umbringt, sind es 185. Und dann müsste er noch, weil der Holmes hat ja 200 Leute umgebracht, bevor er geschnappt worden ist, angeblich. Und ich nehme an, dass er das halt auch machen möchte. Und dann fehlen ihm ja trotzdem noch... 15? Ja. 15. Weil 80 plus 20. Ich hab genug von diesem Scheiß. Was zur Hölle geht hier vor? Die Matt. Naja, Menschen werden umgebracht. H.H. Holmes Erlebnis angeboten. Nur ist es für die Matt leider echt. Bewegliche Wände, Fallen, Tricks. Alles genau wie bei Holmes. Wieso? Wieso tut er das? Wieso hat Holmes all das getan? Wieso? Ja, gute Frage. Die wir berichten, diesen Scheiß. Kinderstube. Trauma. Sie sind verrückt. Nein, sie... Du weißt, was ich meine. Finden wir einfach Aaron. Okay. Das ist, glaube ich, das Gleiche, ne? Ja, das ist immer das Gleiche, okay. Ich bin jetzt nur im Kreis rumgelaufen, um mich zu orientieren. Nicht, das also, war nichts Spannendes. Ich war nur so... Aber es ist eine gute Frage. Warum machen die Leute das? Ja, weil sie... Manche sind halt wirklich nur so geboren. Und bei manchen, ich meine angeblich, ja, sind ja, haben Teenager alle soziopathische Anzeichen oder so. Das sind alles Soziopathen oder so ein Scheiß. Angeblich, bei Criminal Minds haben sie es mal irgendwie so gesagt. Und das ist eine Fernsehserie, also weiß nicht so richtig, ob das auch stimmt, nicht wahr? Das ist immer alles Fiktion auch, ein bisschen. Also, aber ich denke mir so, ja, das klingt schon recht vernünftig, weil Teenager, das Hirn entwickelt sich gerade erst und alles. Und da kommt es halt auch immer gut drauf an, wie du erzogen wirst und in welchem Umfeld du aufwächst und sowas. Bis zu einem gewissen Grad, ja, kommt es halt auf das Umfeld an. Aber manches steckt halt einfach Leute, in dir drin. Hier drüben. Die Menschheit ist schon komisch, ne? Das ist mein Herzschlag. Der hört gleich auf. Heilige Scheiße. Was ist denn? Ist das? Ich sehe ja nichts. Wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nicht, was es ist. Ihr seht euch um. Ich bitte dich, Lady. Wir wissen, was das ist. Da brauchen wir gar nicht groß... drüber nachzudenken. Ich meine, komm schon, was wir bis jetzt alles gesehen haben. Wir wissen nicht, was es ist. Scheiße. Was ist denn das? Ich weiß Organe wahrscheinlich, aber welche? Kühlbox. Da hat Papa fürs Barbecue rausgelegt. Ach du meine Güte. Aber schlau, dass er immerhin stehen bleibt in der Tür und so. Es war, ich guck das da alle den Ohren und dieser Geruch. Mein Gott. Ja, also ich bin kein Mediziner. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber das Piepen in den Serien sagt immer, dass sie noch atmen. Also Leben, der Herzschlag halt ist. Aber der Sinusrhythmus ist nicht gut. Ah! Was zum Teufel ist das? Ich bin kein Arzt. Also. Irgendwas Spannendes zum Anschauen hier? Außer, dass halt Blut da ist. Ich meine,
Sieht aus wie meine Unterwäsche, wenn ich meine Tage habe. Es ist nichts großartig Neues. Ist ja nur Blut. Durch das Labyrinth der weißen Wände. Das gehört ihr. Scheiße. Ja, sie ist tot. Nimmst du es jetzt mit? Nee, sie lässt es liegen. Wieso? Nimmst du mit? Oh, da ist was. Oh! Hier! Ich hab sie! Ey, die lebt aber doch nicht mehr. Die hat das doch voll durch die Kinnlade bekommen, das Teil. Oh mein Gott, es wird uns sowas von erschrecken! Das haben wir in der Vorahnung gesehen. Ah, das ist die Oma, oder? Hat sich da gerade im Hintergrund... Entschuldigung, ist er gerade so... Scooby-Doo-mäßig... skedaddled? Was war das denn? Im Hintergrund hat da gerade was ganz komisch ausgeschaut. Aber ihr Herz schlägt noch? Oh, jetzt hat's aufgehört. Wie... Was? Wie funktioniert denn das? Das war aber für dramatischen Effekt, das Herz. Hat er das jetzt auf... Hat er das jetzt beendet, das Herz? Weil das war ja richtig im richtigen Zeitpunkt so richtig kinoreif, Alter. Weil, wie überlebst du... Kannst du sowas überleben? Weil der hat ihr den Lautsprecher in den Mund gestopft und ihr die Brust aufgeschnitten. Und dann Zeug dran gehängt. Und wie lange ist sie hier gesessen? Geht sowas überhaupt? Ich bin etwas... Mein Hirn ist ein bisschen zu sehr damit beschäftigt, wie realistisch das Ganze ist und wie sehr das funktioniert, als dass ich geschockt wäre. Das ist so... Jemanden Plan? Vergesst seine Spiele, Fallen und den Mist. Denkt an die Killer in unseren Berichten. Sie haben alle eine Schwäche. Wir sollen ihn also zum Tee einladen und analysieren? Nein, wir sollen unser Hirn benutzen. Wir können ewig mutmaßen, aber wenn wir hier sterben, ist das egal. Ich spiele nicht die Detektivin, ich will überleben. Detektivspiele werden uns retten. Spielen wir seine Spiele, gewinnt er. Wir müssen schlauer sein. Er will die Gruppe nach und nach trennen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja, einmal hat er es ja schon geschafft mit uns, ne? Er könnte uns gerade zuhören. Was? Nein. Zurück zur Fähre. Die ist doch schon weg. Sie hängt an der Kette, vielleicht lässt sie sich holen. Vielleicht, reicht mir nicht. Der Leuchtturm. Wir könnten ein Notsignal senden. Über den See. Ich finde es schön, dass sie gerade eben festgestellt haben, warte, er könnte uns zuhören. Leuchttürme sollen Kilometer. Also machen wir, was machen wir? Und dann reden sie darüber, was sie machen. Ohne Beweise wird uns niemand glauben. Du willst, dass ich aufzeichne, wie er uns töten will? Und die Leichen. Für die Cops. Jetzt sagt er so durch, so, keine Sorge, ich mach das schon. Hört mal. Kümmert euch nur um euren Scheiß, keine die Sorge. Die Wände bewegen sich wieder. Kate, warte, wir müssen zusammen... Kate, du Vollidiot, wir haben gerade darüber geredet, dass wir nicht uns aufteilen sollen. Die Frau will aber auch wirklich sterben. Ja, das... Das ist ja wie im Roadrunner-Cartoon. Fupp! Jamie! Ich schwöre, diese Leute sind alle unfähig. Oh. Nein, nein, nein! Halt, warte! Das ist keine Sucks. Also hier, ich mach doch nochmal auf. Ich frag mich... Scheiße. Ich frage mich, wenn du so sagst, entschuldigen Sie, aber ich muss mal kurz aufs Klo. Mann, Mark. Das ist aber... Du hast aber Glück, dass das nicht dein Hals war, deine Halsstaggart. Ah! Geht so gut? Gerade eben drüber geredet, dass wir mit der Kamera... Ups, das war die falsche Knopf. Hopp, sorry. Gerade drüber geredet, dass wir mit der Kamera aufnehmen wollen. Und dann sowas. Ich hab links gedrückt. Ich hätte rechts drücken müssen. War nicht Kreis. War Viereck. Scheiße. Verdammt. Die war teuer, Alter. Boah. Hätte ich mal gefangen, ne? Na gut. Ach Gott, wenn ich sowas spiele, denke ich mir immer,
Bei Resident Evil würde ich ziemlich abkacken. So ein Scheißdreck. Was haben wir da? Kette, okay. Ich, weiß, was, ich dachte, da liegt so Spaghetti drin oder irgendwas. So, hä? Schauen wir mal weiter. Naja, was kann schon groß passieren? Es kann ja nur Leute sterben. Was haben wir da? Paint Thinner. Ah ja. Einmal dein Stängelein, bitte. Und zack. Oh, okay. Ja, das kann ich jetzt aber nicht mehr gebrauchen. Meine Kamera ist im Arsch. Bringt nichts ohne Kamera. Scheiße! Oh, das ist ärgerlich. Naja, was auch immer. Wir spielen halt kein Outlast. Hier drumherum. Aber hätten wir eine Kamera, wäre es cool gewesen. Da öffnen. Okay, warte, was? Warte kurz. Dann schaue ich noch einmal hier um die Ecke. Oh Gott, oh Gott. Als ob der mich da nicht sehen kann. Hell. Ho! Ich kann mich nicht bewegen. Geh weg, Alter. Bye. Alter. Uff. Ah, die Tür wäre zu gewesen. mein Herz. mein Herz. Was war das? Fuck, wo? Aber da. Mia! Oh, ich wollte schon wieder X drücken. Ach komm, Mann! Jetzt starte ich das Spiel aber gleich neu. Ja, okay. So ein Scheiß. Das Licht scheint auf mich. Mann, fick dich doch. Das mag ich nicht. Das war jetzt unfair. Ach so, der kommt wieder zurück. Das soll das sein. Alles klar. Na gut. Ja, ich habe nochmal neu geladen. Das scanne ich gar nichts. Aber ich habe die Kamera nicht eingesammelt. Ich bin so, das behalte ich. Der Marc fängt ja gleich an zu heulen. Der arme Typ.
Ja, hat er schon recht. Ich habe ihn ja auch in die Scheiße reingeritten. Das ist aber das nicht, dieses ist schon sehr interessant. Ja. Ach, doch gut. Kannst du dich bewegen, Alter? Ah ja, 72, 93. Pff, was auch immer das uns sagen mag, ich weiß es nicht. Ja, ich habe nochmal neu geladen, ich weiß. Aber ich spiele ja, also ist es mir egal. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ah, der Bar. 0028. 72, 93 und 0028. Wo er unsere Freunde wohl hinsetzt. Ha? Ich meine, was ist 7293? Woran hat er jetzt da gerade gearbeitet? Nur ein bisschen rumgebohrt und gehämmert. Aber von hier, von der Seite aus, ganz komisch. Okay. Cool. Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Also das denn? 68, 83. 68, 83. Die Zahlen merke ich mir nicht. Ich hoffe, ich muss mir die nicht merken. Because that will be impossible. Ich kann die Zahlen so schlecht merken, Alter. Das macht ganz furchtbare Geräusche. Okay, hier ist gar nichts. So ein bisschen. Ah ja. So ein bisschen ein Licht. Ist mir gerade aufgefallen. Scheiße, wo? Da! Halten. Ich halte! Wo ist. Von wo? Lehmann. Oh. Bitte geh einfach weiter. Andererseits, der Mark hat so diesen Stock. Er könnte rein theoretisch, wenn der Typ auf ihn zukommt, ne? Hopp! I fucking dare you, motherfucker! Come at me, bro! Yeah, that's right, you better run! I say, full of confidence after killing two people. Wir warten, bis dann ein bisschen weiter weg ist. Ich glaube, jetzt ist es in Ordnung. Ich glaube, jetzt ist es gut. Ja, das ist vollkommen okay. Wir nehmen das da mal. Für einen Bohrer. Oh, toll, okay, er nimmt es nicht. Oh. Es ist, Left 4 Dead Style oder so. Wie heißt denn das Spiel, was denn immer? Wo du diese. Es gibt viele von diesen Spielen, wo du so zusammenbauen kannst. Aus Teilen. Okay, cool. Jetzt haben wir eine Waffe, was sehr nice ist. Hoffentlich hilft uns die irgendwie. Was zum Teufel? Drück. Okay, okay,
Wer sagt denn hier, drückt den Knopf? Er sagt, hey, drück den Knopf, Mann! Komm her! Komm zurück! Ich weiß nicht, was sie gesehen hat. Etwas Furchtbares. Es ist mir eigentlich ziemlich egal. Okay, da ist noch was. Okay, Münze. Wir sammeln recht viele von den Münzen. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich finde es nur interessant. Oh Gott, da hat es mich auch. Oh, da hat es mich auch schreit. Na gut, drück mal den Knopf. Wer sagt denn das? Okay, Mark, reiß dich zusammen. Es wird nichts Schlimmes passieren. Überhaupt nichts Schlimmes. Wer sagt denn hier, drück den Knopf? Ich höre das ja nicht einmal. Was zum Teufel? Die Person hat ja unmöglich noch gelebt, oder? Oder schon? Hat die Person gesagt, drück den Knopf? Es stand nur als Untertitel da. Es hat niemand was gesagt im eigentlichen Sinne. Aber okay. That happened. Whatever. Untersuchen, okay. Ja, könnte ich schon, wenn ich möchte. Wenn ich wollen würde, will ich aber nicht. Issue Date 1989. FBI. Oh. Hector Munde! Okay, also. Da will jemand einen gefakten Ausweis machen, oder was? Also auf jeden Fall ist der Munde dort. Der Ausweis wurde ihm abgenommen. Man muss schon echt krass sein, wenn du einen FBI-Agenten umbringen kannst. Und. Welcome, new recruits. Oder ist der Munde der Mörder, der jetzt hier rumlatscht? Was ist da los? Ja, ich weiß nicht, welche Zahl ich eingeben soll. Wir haben 72, 89 gehabt einmal. Und was war ein Barkeeper drauf? Dann 0082? Aber, ich weiß nicht, das hat bis jetzt noch nicht so ausgeschaut. Es gab viele Zahlen, aber es hat jetzt noch nicht so ausgeschaut, als ob das dahin gehört, oder? Oder gehört die Zahl hier darauf? 1989? Also 627? Ich will halt auch nicht, ich habe Angst, wenn ich was Falsches drücke, dass dann irgendwas passiert. Naja, probieren wir es mal. Die Spannung reißt nicht ab. Okay, es passiert gar nichts. Hatten wir 00282 oder so? Am Barkeeper war was drauf, nämlich. Okay, dann war noch. Ich glaube 7392. Oder 7293. Okay, cool. Wie waren die andere Nummer nochmal? Also die eine Nummer war 0028. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die schon eingetippt habe. 2 und 8. Ah, ja, das müsste dann jetzt eine Mauer sein. Oh, oder auch nicht. Ah, okay, das ist die Aufnahme von... Gib sie mir. Du siehst da von links, was sich bewegen. Aber ich bin so schön im Bild auch noch, ich weiß. Okay, und dann haben wir noch... 6A68, also 6... 882, glaube ich, war es. Oder 3. Moment, ich habe das Video noch offen. Ich habe meine Aufnahme angeschaut. Ja, eine 3. 6883. So.
Und das ist so ein Arm, nämlich. Ah, das ist der Arm von dem... Fuck! Alles okay? Nein! Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht! Das sind also alles die Nummern halt von den Schaufensterpuppen, damit er sich hier die Aufnahme ansehen kann, was ein beeindruckendes System ist, muss ich sagen. Dass da alles zu einem hinläuft, finde ich ganz krass. Okay. Was haben wir da? Confidential. Wenn er der FBI-Typ ist, dann würde es Sinn machen, warum er an so diese ganzen Aufnahmen kommt. Nämlich. Psychologische Beurteilung aber durch Dr. Isabella Garcia. Name des Patienten, Monday Hector. Verhaltensbeobachtung. Hector erschien 24 Minuten zu spät zum vereinbarten Termin. Mit Beginn der Therapiesitzung fiel es ihm schwer, Blickkontakt zu halten. Er konnte seine Gefühle nur mühsam in Worte fassen und wirkte die ganze Zeit kurz angebunden und verschlossen. Hector arbeitet häufig bis spät in die Nacht, was zu Schlafmangel führt. Hector sprach über seine kürzlich verstorbene Mutter. Es war offensichtlich, dass er ihren Tod noch nicht verarbeitet hat. Ah ja. Ich wollte ihm Antidepressiva verschreiben, aber er wehrt sich gegen den Vorschlag. Er glaubt, dass sie sich negativ auf seine Arbeitsfähigkeit bei seiner aktuellen Ermittlung auswirken könnten. Hector beschreibt seine Arbeit präzise und bis ins kleinste Detail. Im Gegensatz zum Beginn der Sitzung sind seine Gedankengänge dabei kohärent und logisch. Er legt eine ungesunde Obsession. Kohärent und logisch. Doch möglicherweise ist sein kürzlicher Verlust das tiefer liegende Problem. Wisst ihr, was ich glaube? Dass der Monday der Mörder ist, der hier rumläuft. Der war FBI-Agent und dann hat es ihn... Die Mutter ist gestorben, was zu viel war und alles andere. Und dann ist er durchgeknallt und jetzt macht er selber den ganzen Scheiß mit dem Mord. Denn deswegen hat er auch so alles durchgestrichen und sowas, weil er so ist, so, ich hasse mich selbst, ja, weißt du? Es wird Sinn ergeben, weil so kommt er halt auch an diese ganzen Unterlagen im FBI ran und alles. Ne? Oder er wurde umgebracht vom Mörder, kann ja auch sein, aber... Mommy Issues. So, das gefällt mir schon eher. Jetzt sind wir bei der nächsten. Weil da hat es vorhin dann weitergemacht, nachdem der Mark gestorben ist. Oder halt bewusstlos gemacht worden ist. Ich weiß ja nicht. Tot war er, glaube ich, nicht, aber. Ja. Ja. Ach, so ein. Hey! Ich bin keine Laborratte, mit der man spielen kann. Doch, schon. Ich meine, was willst du groß tun? Du kannst ja nichts anderes machen, als die Richtung gehen, die er dir angibt. Ach, schon wieder der scheiß Raum. Das gibt's doch gar nicht. Da ist die Dingens auch drin gestorben. Finde einen Weg hinter die Wand. Was? Licht bitte? Finde einen Weg hinter die Wand. Welche Wand? Da hinten? Hat sich da was zugemacht, oder was? Nö, ist ja offen noch. Na gut. Können wir da draußen irgendwas schauen? Apropos, könntest du da vielleicht... Nein, nicht wirklich. Wobei, sie ist schlank genug, sie könnte sich vielleicht sogar durchzwängen, muss ich sagen. Wenn sie die Scheibe einschlägt, dann... Okay, Moment, ich habe meine Fresse im Bild, deswegen kann ich da nicht alles sehen. So, mal schauen. Mir gefällt das Geräusch nicht, dass der lostritt. Das da runter? Kann ich das zuerst einschalten und dann so? Nee, okay, es muss so. Und dann so. Aber ich das wieder ausschalte. Do not pull the main switch until we get someone out to replace it. Okay, warte mal kurz.
Das da ist der letzte, weil da zeigen zwei hin. Also von dem zu dem. Und dann darüber. Da kann ich den wieder ausschalten, oder? Aber da zeigen auch zwei hin. Was ist das vielleicht der letzte? This puzzle is confusing. It's confusing me. Okay, ich weiß nicht, warum das funktioniert, aber es funktioniert. Okay. Sharon, wie? How did I do that? I don't know. Feed Stasis auf jeden Fall. Mach mal die Taschenlampe an. Geht doch. Ja, gefährlich wird das Ganze trotzdem. Voran! Wohl an, gefreite Frau. Ich weiß nicht, was das heißt. Einmal durch. Fühlt sich so an, als hätten wir dem Mörder ein Schnippchen geschlagen, muss ich sagen. Allerdings bin ich mir dann nicht so sicher, ob er das nicht alles geplant hat. Der Lustige. Der Lustlinger. Sie atmen immer so viel. Ich meine, gut, das bedeutet, dass sie leben, aber... Okay, das ist das Zimmer von der Dame mit den roten Haaren. Wo ist etwas zum Aufmachen? Da ist zu. Und hier hinten haben wir auch was zu. Okay. Sieht ja gespenstisch aus da drüben. Was haben wir denn hier? Öffnen. Wer macht die Taschenlampe aus, wenn er da reingeht? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ist das mein Zimmer, oder was? Vielleicht, ich weiß es nicht. Naja, er muss ja die Klamotten finden. Er hat ja, er macht ja die Schaufensterpuppen, er muss ja die Klamotten suchen. Oh ja, okay, das ist mein Zimmer. Genau. Lipbalm. Wow, that's crazy. Und einfach wieder zurückgelegt. What the fuck? Wieso kann ich mir das anschauen? Okay. Das ist stupid. Okay, cool. Dann gehen wir das in das Zimmer halt. Zur Hölle. Ja, die Spiegel sind halt zum Durchschauen gedacht. Für alle Seiten. Ah, Münze. Cool. Steck's ein. 73 Münzen. Was machst du mit diesen ganzen Münzen? Na gut. Gehen wir mal durch den Spiegel, wie Alice im Wunderland. Hallo! Kriegen wir das auf? Und wenn du den Spiegel zerschlägst, rein theoretisch, ginge das auch? Soll ich auf ihren Arsch glotzen? Was soll ich machen? What the fuck? Achso, da, okay. Schraubenzieher mit dem Steuerkreuz. Okay, okay, okay. I'm sorry. I'm sorry. Oh, was zur Hölle. Warum ist der Raum rot? Einfach nur für die gruselige Atmosphäre oder hat das einen bestimmten Grund? Also wenn ich so geheime Räume hätte, dann würde ich sie, glaube ich, mit normalem Licht ausstatten, damit ich was sehe. Außer es ist so ein, ich muss die Bilder entwickeln können. Raum, weißt du, ansehen. Oh, okay. Ansehen. Okay, erstmal das da. Wow. Okay, wir werden also zerquetscht. Das ist auch sehr schön. Ja, zerquetscht. Steht zerquetscht da. Das ist ja hübsch, okay. Das will ich aber eigentlich nicht. Das ist ein sehr brutaler Tod. Okay, das ist der Mord. Mark! Glaubst du, wir können uns irgendwie bemerkbar machen? Okay, und dann taucht der Typ wahrscheinlich auf, oder was? Oh, nee. Okay, der Typ ist da schon gewesen und der Mark geht einfach weiter. Das heißt, der Typ könnte jederzeit hinter uns auftauchen. So, was haben wir da? Komisch. Ja, das ist ein Zimmer. Da liegt was am Boden.
Das hat sich gerade zusammengeschrumpft. Die Kleidung oder was das ist. Untersuchen. Ah ja. Piep. Scheiße. Hier sind überall Kameras. Ich finde das interessant, dass die das so überraschend finden. Weil ich denke mal so, ja. Aber er hat rausgezoomt. Das heißt, er war dabei, als das da aufgenommen worden ist. Oh, Mark, ganz traurig. Und dann hat's aufgehört. Die Kamera hat aufgegeben. Ja, gut, Kameras haben wir auch. Das wissen wir schon alles. Das überrascht uns jetzt nicht so sehr. Erstmal eine rauchen. So schaut ihr auch aus, wenn ihr raucht, Kinder. Vorsicht. Ist das der Herr Munde? Aber der Typ ist doch nie im Leben lebendig, oder? Der ist tot, der da. Der mit der Zigarette. Der kann doch nie im Leben noch existent sein. Sie möchten wissen, was es heißt, ein Mörder zu sein. Waren Sie je im Kunstmuseum im Zentrum? Dort hängt ein Bild von einem Kerl, weiß nicht mehr, wie er hieß. Berühmt. Er malte geschlachtete Kühe an Haken aufgehängt. Nehmen Sie mal einen normalen Menschen zum Schlachthof mit. Der kotzt sich die Seele aus dem Leib. Selbes Bild als Gemälde. Und plötzlich haben wir Kunst. Ja, Kunst ist kompliziert. Ein und dasselbe. Naja, nicht wirklich. Ja. Sehen Sie mich nicht so an. Sie wissen, ich habe recht. Es stimmt. Sie verstehen. Ich weiß, Sie verstehen. I know you do. Ich weiß, Sie verstehen. Man muss etwas machen, das bleibt. Leuten ein Gefühl geben, das sie vorher nie hatten. Die Illusion zerstören, dass wir die Zügel in der Hand haben. Also bei ihm geht es um Kunst, weil er halt seine Arbeit ist so wie Kunst. Aber ich denke mir immer so, das ist halt der Unterschied zwischen Künstlern und Mördern. Das ist nichts im Vergleich zum Gefühl, jemanden zu töten. Die sind halt so... Die Angst des Opfers zu sehen. Die Verzweiflung. Suche zu fliehen. Ja. Battle. Alter, ich sehe, wie ich höre, wie der Harte ihm hochkommt. Wenn von hier, Alter. Das gibt's ja nicht. Das ist vorbei. Ja, das kannst du halt nicht replizieren, wenn du es nicht wirklich machst. Das stimmt schon. Wenn du. Das muss man sein. Du kannst so tun, als ob, ne, in so Horrorhäusern und sowas, aber es wird nie so sein wie in echt. Du kannst dir Filme anschauen und sowas, aber. Es ist halt nichts im Vergleich zu der zum Ihre echten, Augen nicht wahr? Leuchten, Agent Monday. Ah! Sollten Sie nicht zum Narren? Oh Gott, er hat seinen Orgasmus gehabt. Werde ich Ihr Erster sein? Na dann los! Ich bin hier! Ihr seid komische Menschen. Nicht. Sie müssen nicht einmal auf das Dröhnen eines Flugzeugs warten. Also, ist der Munde böse? Entweder ist der Munde böse, weil der Typ so richtig die Wahrheit sagt, oder er ist böse, weil er so über die Menschen redet, die er umgebracht hat. Ich sehe sie. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Bloße Hände können sich gut anfühlen, ha? Ja, da musst du immer aufpassen bei solchen, dass dir sowas nicht zu nahe tritt. Sorgt für ein hübscheres Bild. Sie haben Potenzial, Agent Monday. Der Munde ist doch eindeutig durchgedreht und rennt jetzt hier rum und bringt uns um, oder? Künstler sein wollen. Ja, aber was ich sagen wollte, ist halt, das ist der Unterschied halt von Künstlern, die so etwas halt auf dem Bild und was weiß ich einfangen. Oder weiß ich nicht was. Und als ob er nicht wüsste, dass wir da sind. Und Mördern, die dann halt ihrem Trieb nachgehen und die Leute umbringen, um das zu erhalten, was du halt nicht bekommen kannst, wenn du es nicht tust. Es ist schon schlecht erklärt, ich weiß. Aber dass er nicht, der hat doch gewusst, dass wir dastehen, oder nicht? Das ist komisch. Mach schon! Weil so,
als wenn du jetzt eben zum Schlachthof gehst und sowas oder eine Leiche anschaust, ja, und dann diese Leiche malst oder was weiß ich, was ist das jetzt? Ah, Taschenlampe. What the fuck ist das? Ist das ein DS? Ist das ein Nintendo DS oder was? Was ist das denn? Wenn du die jetzt malst und sowas, bist du ja nicht Gaga oder irgendwas, sondern du zeichnest ab, weil du weißt, okay, du hast ja irgendwie noch Respekt vor dem Tod, aber wenn du jemandem das Leben nimmst, um dann ja, dieses Gefühl zu erhalten und sowas, weil du es halt wirklich nicht replizieren kannst, wenn du nur Filme schaust oder eben in so Horrorhäusern arbeitest und sowas und die Leute erschreckst und sowas, weil du weißt halt immer auch so bei Horrorspielen, du weißt halt einfach, dass es dir nichts passieren kann, ja? Außer du kriegst einen Herzinfarkt vor lauter Angst, aber du weißt halt, du kannst das Spiel beenden und dann gehst du nach Hause, machst ein Päuschen und sowas, weißt du? Und wenn du halt jemanden umbringst, so richtig, es ist halt doch anders, wenn jemand richtig, richtig stirbt. I'm not crazy. I just know what I need. I just know. Es ist halt wirklich, wenn Leute richtig Todesangst haben, ist das anders, wie wenn es gespielt ist. Die Furcht in den Augen und sowas. Ich habe es nie erlebt, natürlich. Please don't think. Aber ich kann es mir vorstellen. Wir alle wären wahrscheinlich, wir würden uns ins Hemd pissen. Wenn wir uns in solche Situationen befinden. Ah ja, das ist Gelange hinter die Wand. Das Buch liegt so da. Selbsthilfebücher sind doch für was gut. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, ne? Die Leute glauben noch, aha, du willst also auch. Ich will nicht. Bitte, ich will niemanden umbringen oder sowas. Das ist mein least favorite interest. Komm schon. Weil jemandem das Leben zu nehmen ist einfach, ist eine furchtbare Sache. Ich verstehe sowas nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, warum du sowas machen wollen würdest, ja? So. Dumm. Weil ich denke mir mal, jedes Mal, wenn jemand stirbt, hinterlässt er halt auch wen, der um ihn trauert. Selbst wenn es nur der Penner von der Straße ist, ja, der dich jeden Morgen begrüßt hat oder sowas, dann vermisst du den doch auch, wenn du dann zur Bäckerei gehst und so, und denkst dir so, oh Mann, der alte Murray,